So, moin moin ihr Lieben, willkommen auf dem Fangse-Kanal. Ja, was soll ich sagen, heute bin ich am Vater rein, aber glaubt oder nicht, ich will ein bisschen versuchen auf Aal zu gehen. Ein bisschen auf Aal. Aalpeitschen werde ich jetzt gleich fertig machen. Bin mit meinem kleinen Wackeldackel unterwegs hier. Sieht man den? Also mein Wackelstuhl. Sag mal Wackeldackel. Ha! Und wir gucken mal. Ich werde mit zwei Ruten angeln auf Aal, beide mit Tauwurm. Gucken, was passiert. Baue jetzt die Routen zusammen, zeige euch da ein bisschen, nehme ich euch ein bisschen mit und mal gucken, ob wir Glück haben. Heute bin ich mal ganz alleine. Das ist mittlerweile schon echt selten geworden. Ganz alleine. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ganz alleine war. Ja gut, aber jetzt auch mal wieder was. Der Rhein ist echt hoch. Ich muss gucken, ob es wirklich klappt. Keine Ahnung. Könnt ihr euch mal angucken hier, wartet mal eben. Eine ganz neue Stelle. Im Prinzip hier so. Und hier sitze ich hier zwischen den Bäumen. Hier hinter mir muss ich ein bisschen aufpassen, weil da ist schon das Wasser. Mal gucken, ob ich nachher eingeschlossen bin. Keine Ahnung. So, und dann bauen wir uns jetzt mal die ganze Geschichte auf. Gleich die Montagen nehme ich euch ein bisschen mit. Und dann gucken wir mal. Alles klar, Freunde, dranbleiben. So, meine Lieben, ganz einfach. Beim Aalangeln mache ich wirklich kein großes Hexenwerk. Einfach ein ganz normales Anti-Tangle-Boom. Ja, bei Aal. Dann machen wir schön. Ziehen wir drauf. Das ist nichts Besonderes. Da sind überall neben mir welche am Angeln. Die denken, ich rede hier mit mir selbst. Aber ist nicht schlimm. So, wie gesagt, Anti-Tangle-Boom drauf. Oh. So, dann nehmen wir eine schöne Perle gleich. Ganz stabilen. Oh, ich habe hier noch so richtig dicken, fetten Wirbel. Einen ganz stabilen Stopper davor, das war schon. Dann kommt gleich der Haken dran. Und dann geht das ganze Gelumpe rein. Und dann schauen wir mal. Aber rein muss er einfach sein heute. Commercial schon wieder, da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Immer wieder dieses Commercial. Auch wenn ich heute nichts fangen sollte. Das ist mir egal. Hauptsache am Rhein. So. Ganz normalen Alrighty. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bisschen nass machen, stramm ziehen, alles klar. Stramm ziehen, fertig. Kein Hexenwerk. Eben abschneiden. Müll nicht in der Natur, ist immer wichtig. So, und zack. So. Aalangeln, denke ich mal, reicht das alle Male. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm ich hier habe. 120 Gramm. Die knallen wir jetzt gleich einfach raus. Ich gehe mit der rechten ein bisschen weiter. Ich denke mal so, zeige ich euch gleich, aber wenn ich einwerfe. So auf 30 Meter vielleicht. Und die linke setze ich mal direkt hinterm Baum hier. Mal gucken, ob die Aale, weil die Aale kommen nachts schon mal gerne hoch. Vielleicht kriegen wir ja eine. Was für eine Räuchertonne. So. Okay, das war's schon. Wisst ihr Bescheid. Ich mache die andere auch fertig und dann werfen wir ein. Alles klar, meine Freunde. Dranbleiben. So, meine Lieben, ich gehe mal hin. Bei Aal schneide ich die Würmer immer in drei Teilen. Muss man ja gucken. So, in drei Teilen schneide ich die immer, damit richtig viel Duftstoff austritt. So. Jetzt machen wir mal die linke. Die machen wir mal mit so einem Aallockmittel. Und die rechte machen wir mal ohne. So, mal gucken. Boah, stinkt wie so. Okay, also links ist mit Duftstoff und rechts ist ohne. Also wisst ihr Bescheid. Bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. So.
So, die rechte, die packe ich ein bisschen weiter. Mal gucken, die Richtung. Schauen wir mal, was passiert. Clip bin ich ja nicht mehr drin. Hier fische ich eine 4,20 Meter Heavy Feeder mit 250 Gramm. Hier habe ich eine 3,90 Meter Feederroute mit 200 Gramm. Eine schöne 4000er Solid. Freilaufrolle, top. So, dann schauen wir mal. Ja, das sieht schon ganz gut aus. So. Bin mal gespannt, wie das im Strom verläuft hier. So. Freilauf an. Na, gucken wir mal. So, die linke ist schön mit Knoblauch. Oh, die mal nicht ganz so weit. Und heute Abend tun wir sogar Glöckchen dran. Bin gespannt. So, Freilauf an. Klack. Ich kann mir ein bisschen strammer machen. Ja. Ja. Ja, wird schon gut sein jetzt. Alles klar. Ja, mal gucken, was dabei rumkommt, wa? Gut, alles klar, wisst ihr Bescheid. Wenn Biss kommt, seid da dabei. Sind das die Schiffe? Oder ich habe schon Bisse. Kann nicht sein, oder? Oh ja, da ist was dran, oder? Ja, da ist schon was dran. Kann gar nicht glauben. Ich habe schon den ersten Aal drin. Ja, was soll ich sagen, Leute? Der erste alles drinne. Was soll ich sagen, Junge? Die Aale laufen schon den ersten drin. Aber der mit Knoblauch. Okay, ich versorge den schnell und dann sehen wir den gleich weiter. So, ihr Lieben, habt ihr gesehen? Zack, der erste Aal ist schon drinne. Aber ich muss sagen, auf dieses Alok-Zeug, du. Auf den anderen nicht. Ich bin mal gespannt. Das Zeug ist gut. Läuft wie Hulle. Also schnell wieder rein. Ich bin gespannt. Wow, muss auch ein bisschen aufpassen. Weil das stinkt nämlich wie Sau. So, schnell wieder rein. Das war ein schöner Aal für die Tonne. War groß genug. Super. Freut mich. So, nächste geht rein. Oh, da ist gut. Den Aal zeige ich euch nachher. So, ihr Lieben, da waren den ersten für die Tonne. Ha! Alles klar, wisst ihr Bescheid. Fängt ja schon gut an. Alles klar. Ach, mit Glöckchen. Ich werde bekloppt.
Jetzt kannst du am wenigsten mal keschern. Komm hier, das ist der nächste Aal. Wenn ich schon mal da bin. Mit dem Ballerkescher. Alles wieder ein Aal. Ich glaube, dass der nicht in die Schnur da. Nein, alles gut. Guck mal, die laufen, die Aale. Der kann angeln. Ja, mit dem Keschern, das lernen wir jetzt noch mal. Guck mal, das Vorfach richtig da rein. Petri, mein Freund. Ja, Petri, dank. Ganz eine schöne Räuchertonne. Warte mal, müssen wir einmal zeigen. So muss man das machen. Hast du richtig gemacht. So, ich hab dir den schon mal. Warte doch mal da ab. Was machst du denn? So, warte. Ich hab mal den Haken gelöst im Kescher. Ich hab gar kein Mikrofon. Ich hab den Haken gelöst im Kescher. Nicht an die Bindung da dran. Ja, jetzt geht das schon wieder los. So, Loch im Kescher, läuft. Der ist eh von Corum, das ist nicht schlimm. Oh. Nein, war ein Scherz, Mann. Komm, zeig dir mal hier. Ja, kannst du mit, komm mit drauf, Mann. So. Gib mir doch in der Hand und zeig dir. Ich hab kein Dings bei. Ist der wieder weg? Ja, warte, hier, ich zeig so. Da ist er, Leute, ein schöner Aal. Zack. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Nächste für die Tonne. Ja, sicher. Weil du gesagt hast, guck, ob man da rauskriegt. Du kannst ruhig den Kappes da vorhalten. Das Mikrofon ist hier mein Bester. Hört dich keiner. Wieso? Das Ding hat ein eigenes Mikrofon. Nein, aber nicht, wenn er da drin steckt. Zieh den Stecker raus. Schade. War das auch nur Strömungsnicker? Nee, da war schon ein Fisch. Hat da verkloppt, sag ich doch. So schnell ist das. Heute gehe ich alleine angeln, weißt du? Weil der keine Geduld hat. Der hat keine Geduld. Der zappelt da oben ein bisschen. Wird der ganz nervös. Du hast gesagt, ich soll ihn rausholen. Kannst du dich noch entspannt hinsetzen, nochmal schön genießen, wieder da bam, bam macht. Was sollen die Leute von dir denken? Ich habe extra eine Mütze auf. Okay. Kommt gleich der nächste. Oh, guck mal da. Das ist mal die Welt, die da kommt. Die Welt. Kannst du surfen drauf? Junge. Nein, das wird nichts. Weil hat er ja schon mal, dass die untenrum nass geworden ist am Rhein. Kennt er ja, der König. Gucken wir mal, was passiert. Nimmst du mich jetzt schön mit auf? Ja, damit auch du wirklich. Rennst oder schwimmst? Da passiert gar nichts. Gar nichts. Ja. Nein, die Schiffe, die stromabwärts sind, die bringen die. Wellen auf der Kante. Da passiert gar nichts. Kannst du mal genauer erklären? Hä? Kannst du mal genauer erklären? Die Schiffe, die stromabwärts fahren, die bringen viel höheren Druck auf den Kessel drauf hier. Dann geht das, genau. So, dann geht das Wasser richtig weit hoch. Aber die, wenn die gegen Strom fahren, ist das nicht so. Die haben hohe Wellen, aber da geht nicht über dem Ufer. Daumen drücken. Wenig so ist. Bin gespannt. Ich habe auch da noch ein Mikrofon, das kannst du dir gerne nehmen. In der Tasche. Nimm dir das doch. Ich habe jetzt keine Zeit. Da verstehen die Leute dich wenigstens. Guck mal. So, Welle kommt. Ne, kommt gar keine Welle. Ja, sehe ich. Das dauert aber, bis die kommen. Nein, die wird von dem Druck wird die weggedrückt. Ja, die aber die muss nicht. Doch mal jetzt hier hinkommen. Nein. Ja, warum denn nicht? Da passiert gar nichts. So, Kamera hat wieder gesponnen, deswegen hier sitzt
das Hirn. Wenn ich das andere Wort sage, geht die Kamera wieder aus. Aber es kommen echt keine dicken Wellen hier. Nein. Anscheinend hat das Hirn recht. Und dann, wenn die Schiffe von da kommen, so richtig schnell, und du siehst keine Wellen, aber da drückt das Wasser richtig hoch. Bis richtig hoch in die Kante rein. Junge. Junge, alle mal recht gehabt. Jetzt der hat Ahnung, sag ich euch. Wenn einer hier vom Rhein Ahnung hat, dann der Günni. Da freue ich mich jetzt aber. Hätte auch voll in die Hose gehen können. Hätte ich Spaß dran gehabt. Wäre nicht das erste Mal gewesen. Guck. Was sind die Wellen? Was sind die Wellen jetzt? Was sind die Wellen? Das Wort. Toll. Und da draußen sieht das aus, als wenn du surfen kannst, wie ein Teufel. Na toll. So. Kommt echt nicht so viel. Na, kannst rausmachen. Jetzt können wir auch rausmachen. Ja, raus. So, die Spitze zuckt wieder, aber noch sitzt er. Boah, guck mal, jetzt ist gar kein Druck mehr drauf. Oder die ist wirklich gerollt. Aha. Fleiß gerollt. Ja, gerade als Kamera aus war, hat er gesagt, ist Biss. Exakt. Mach Kamera an, ist Biss. Hab ich ja gesagt, hab ich nicht gesagt. Nicht raus. Hast du gesagt? Nein. Wo ist Biss? Können wir wieder ausmachen, Kamera? Kannst du anlassen. Meinst du? War dumme Gelaber von dir. Nicht, dass die heiß wird. Stimmt. Aber und dann sagt die wieder, Datei muss repariert werden. Ist kalt. Ja, ist kalt genug. Ja. Ein Stuhl hättest du mir mal mitbringen können. Wäre besser gewesen. Am Schoß ist blöd. Das schafft der Wackeldackel nicht. Das schaffe ich auch nicht. In der 250. Da. Oh. Hast du das gesehen jetzt, Junge? Das ist auf Kamera, aber hallo. Aber das war ganz komisch. War der Waller. Das war ganz komisch. Der Waller war das. Der fehlt noch. Guck, die ganze Schnur ist jetzt rum, als wenn da mal abgerissen ist. Oh. Ja, was stimmt doch da wieder nicht hier. Da ist gar nichts. Da ist nichts. Wieder nichts. Aber ganz komisch war das. Oh, da kann ich mich ja auch mal setzen. Du kannst ja. Der Wackeldackel. Da. Naja, aber geht. Wenn man sitzt, sitzt man, ne? Ich finde den geil für am Rhein. Du kannst das sagen. Ja, ist schon okay. Aber die Fahr, dass man den so als Schubkarre nutzen kann, das ist schon cool. Ja. Oh, aber der ist viel zu teuer. Für mich ist der zu teuer. Kann ich mir nicht leisten, sowas. Mach mal lieber Kamera aus, weil er wieder so Quatsch erzählt. So. Hat er sich wieder selber gehakt. Hast du jetzt angemacht? Ist sowieso dunkel. Da, siehst du? Wo ist dunkel? Oh, ob man das jetzt richtig sieht? Ja. Ah, glaube ich schon. Habe ich mich selber gehakt. Ja, schön. Ja, schön. Aber lass mal an jetzt, ist gut. Ich ja, mach ich. Was. Dann siehst du wenigstens was. Ah, nee. Ich guck mal, dass deine Flugplatzleuchte hier angeht. Hä? Dass die Flugplatzleuchte hier angeht. Hä? Wieso geht die nicht an? Muss man die Batterie erst rumdrehen? Drehst du die immer um? Welche? Hier? Ja. Sicherheit? Sonst geht die doch die ganze Zeit, du Nasenbohrer. Ja, warum geht die nicht? Weiß ich nicht, weil du was falsch machst. Muss ich die erst in UV halten oder was? Hier so und dann geht die? Ich hoffe nicht. Hast du kaputt gemacht, oder? Ist das die geschwommen ist im Hafen? Nein, die gingen alle. Ja, das sehe ich. Geschwommen im Hafen. Ich sehe gar nichts hier. Oh, Batterie runtergefallen. Wie soll das denn gehen hier? Für den Arsch ist das doch. Ah, so meinst du, geht das? Ach nee, geht hier, doch, ja. Die Flugzeuglampe ist wieder da. So, sieht gut aus, ey. Ja, ich sehe gut aus. Manchmal stimmt das. Wenn dunkel ist. Du bist ein sexy Boy. Oh. Was machst du da? Fummelst du an dir rum? Läuft die Kamera eigentlich? Ja, klar. Ach, toll. Warum denn nicht? Weil du Schweinkram redest. Ich? Ja, oder ich. Weiß ich auch nicht. Ja, merkst du was? So, ja, nee. Nee, du nicht mehr, das stimmt. So, machen wir mal ein bisschen
Ist dem Brichst du Ball. gleich die Spitze kaputt oder geht noch? Hör mal, da diese 18 Unzen, da geht nichts kaputt. Ja, was willst du denn sonst bei Aal angeln? 1,5er oder was? Ja, sicher. Das ist klar. Ganz feine Bissanzeige. Hier am Rhein. Mach doch mal direkt da ab, Kumpelchen. Meine Güte, der kann nichts alleine, ehrlich. Tut doch nicht so, als wenn du nur ein Besucher bist. Und der will alleine angeln gehen. Ja, wollte ich auch. Ja, was heißt, wollte ich nicht, habe ich gedacht, bin ich. Ich habe sogar angesagt, heute muss ich leider alleine angeln gehen. Ja, sehe ich. Und schon bist du wieder da. Ach. Du hast mich ja per WhatsApp gefragt, wann ich endlich komme. Ja, sicher, warum denn nicht? Ich mag dich ja gut leiden, Jungs. Da war ich schon mal Marmor essen. Da war ich schon auf dem Weg in eine Badewanne fast. Das hast du gleich in der Nase. Da hab ich gleich den. Bin ich der Aal. Ich sehe gar nichts mit dem Licht hier. Oh, das ist ein bisschen weiter. Im Baum gepfeffert. Na, gar nichts ist im Baum gepfeffert. So, dann machen wir das Licht wieder aus. Ja, danke. Pass auf. Zack. Und Kamera auch. Guck mal, schön die Lampen da oben. Seht ihr das? Ja, die Lampen seht ihr. Wunderschön. Schön, ne? So, bis später. Da war ein Monsterbiss. Hängt? Jo. Oh, Kamera läuft, mein Freund. Guck nur nicht ins Licht. Hä? Guck nicht ins Licht, dann bist du blind. Jawohl. Dann dürfte wieder ein dicker Aal sein. Jo. Da war Biss. Was war das jetzt? Wie? Oh, da ist noch. Komm. Schwimmt er uns schon entgegen? Kommt sofort. Versuch, der kommt schon. Springt mich an oder was? Ja, da kommt da der Aal. Die Schlange. Da kommt die Schlange. Hast du? Nein. Warum nicht? Haben wir. Eingekesselt. Petri. Petri, Dank. Was? Da ist das Aalchen. Oh, schön, ne? Ja, gute Räuchertonnengröße. Komm, dann zeigen wir noch mal eben kurz. Ja. Aber du wirst ja blind hier. Bist du blind? Warte, heben wir so immer. Was machst du? Komm mal ja, hier. Ich will den hier zeigen. Du. Guck doch, da. Guck mal, wie schön der da ist. Nasenbohrer. Da, guck doch mal, wir machen anders. Ja, wie machst du denn? Tu mal runter. Ja, ich tu mal runter. Mach mal hoch. Guck mal, der will die Schlange hochheben. Pass auf jetzt hier. Oh. Jungs, da ist er. Da ist er. Der Zappel, Philipp. So, dann werden wir schön versorgen, dann geht's vorwärts. Jawohl. So. So. Na, lass er hier, hast du genug Licht. Kannst ihn direkt. Ja, weg. Aber mach die mal eben aus. Ach, mein. Kamera. Ja. So, meine Lieben. Ja, was soll ich sagen? Heute war wirklich ein verrückter Tag. 4 Stunden, 3 Aale gefangen, 2 Aale verloren. Alles top gewesen. Ich kann mich echt nicht beschweren. Ich werde die Routen jetzt noch einmal komplett neu bestücken. Da kommen jetzt gleich nochmal überall Würmchen drauf. Und dann werde ich so langsam hier einpacken, alles zurecht machen. Und ja, hat Spaß gemacht. Also, mein ersten Aalansitz in diesem Jahr hat gezündet. Hat wirklich geklappt. René hat mich noch besucht. War lustig. War alles wirklich klasse. Schöner Tag. Schöne halbe Nacht gewesen. Mal gucken, vielleicht fange ich ja noch einen dicken. Wenn ich noch einfangen sollte, melde ich mich noch. Ansonsten bin ich jetzt raus. Wenn euch das Video gefallen hat, mein Gott, ich nuschel schon ein bisschen. Habe auch nichts getrunken. Wenn euch das Video gefallen hat, macht man gefällt mir, Abo oder wie auch immer. Ne? Nicht vergessen. Also, wir sehen uns. Peace geht raus, euer Günni. Vielleicht sehen wir uns gleich noch. Ansonsten Sonntag. Sonntag kommt Video raus. Alles klar. Peace geht raus, euer Günni. Ciao.